Hallo und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, zu einer weiteren Folge Manager-Modus und wir sind noch ja, in einem etwas traurigen Anblick auf das Vorspiel gegen die Borussia. Haben wir auch tatsächlich unsere 3 Punkte zum Schluss vergeben, ja, muss man ja so sagen, aber jetzt steht hier ein Revier-Derby an. Und dieses ist ein ganz großer Kracher, wenn nämlich der Hamburger Sportverein auf die Werder Bremen oder Werder Bremen, das Werder Bremen, wie man es auch nennt. Also aus die Jungs, oh Mann, ich bin noch gar nicht richtig da. Ich bin jetzt glaube ich mal, auch. Oh, wir haben schon wieder Heimo Wasserschneider als Schiedsrichter, oh mein Gott. So, wo stehen wir hier? Wir stehen auf dem 6. Platz. Und das ist eine ganz gute Aktion, denn damit sind wir in einem guten Rhythmus. Hier, Caligiuri, schön gesehen. Lasorga mit dem Ballverlust. Pedersen hier, wird bedrängt hier von 2 Hamburgern. Schon wieder dieses ewige... Ach, haben sie ihn abgedrängt? So. Ah. Oh. Hier jetzt die Chance. Alassoga hat sich das Ding zu weit vorne hingelegt. Oh, ja, ja, Caligiuri wäre da meine, oder Caligiuri, ich weiß es immer noch nicht. Ah, Bagel da nicht mit der guten Figur, die er sonst hier zutage bringt. So. Ah, dem fehlt es da einfach noch. Ah, Mkhitaryan. Ach, Makai war das gewesen. Was sage ich denn da? Ich bin doch total hier neben der Spur. Man möge mir das verzeihen. Ja! Nein! Oh, Melo! Wieso haben wir uns den so weit vorgelegt? Der geht doch mal in der Rande! Nein! Der Wede, Fritz! Boah! Nur zurück auf Adler. Oh, Gnabry! Ah, das ist doch abseits. Das ist doch Blödsinn. Och, das ist doch eine Scheißenkrocke, ist das doch hier. Was macht er denn da? Oh, was für ein Glück. Das hätte auch ganz böse ins Auge gehen können. Ja, Gnabry fehlt es da, glaube ich, immer noch so diese Ballkontrolle. Ja, schön, wie Lahm da Elia abdrängt. Ich glaube, das war Lahm. Ja. Na, was macht er denn da für ein Tänzchen? Aber Meierlein ist da. Gnabry jetzt auch. Sogar schon in der Abwehr mit drinne. Agel rette das Ding. Nee, die Passeingabe kam einfach nicht gut. Jansen. Gnabry sieht Lasorga. Ach, Prödel. So, jetzt kommen die Jungs aus Bremen. Nein! Oh, die große Chance hier, endlich mal. Für die Werder.
Und den konnte er auch nicht so wirklich nehmen. Er kam recht in einem bescheidenen Winkel. So. Richtig gut, wie Meyer sich den Ball da vorlegt. Aber Junusevic ist da. Also den Ball wiederholen so irgendwie. Das kann ja Gnabry auch. Muss man ihn ja lassen. Ah, Bayer. Bayer sei schon. Lahm jetzt hier mit der Reingabe. Ach, das hat doch auch so wieder nicht funktioniert. Ja, da hätte Werder mal ein bisschen schneller reagieren sollen. So, jetzt aber. Was war das denn jetzt für ein Bleierschuss? Da habe ich ja gar nicht sehen können, wo der auf einmal hinging. So, Fritz jetzt. Gebrassi. Nein! Ach! Adler, unsere Mauer. Ja, und hier gehen wir mit einem 0:0 erstmal in die Pause. Werder hat hier definitiv mehr den Druck gemacht. Und Hamburg hatte so die ab und an gute Chance nicht genutzt. Das müssen wir in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall ändern. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder in der zweiten Halbzeit. Wir werden es diesmal aber nicht versäumen, früher mal zu wechseln. Ja, es könnte eigentlich auch mal einen Freistoß jetzt geben, ne? Als wenn ich da immer irgendwelche Leute umboxe. Jansen. Ja, gut gemacht. Ja, sagen wir mal halb gut, ne? Halb gut gemacht. So. Was jetzt? Hätte? Ich hab ihn noch gar nicht gefoult. Was soll denn der Arsch? Ja. Auch wenn wir den jetzt hier, sagen wir mal, zu einem ausgerettet haben. Oh Mann, ey, wieso müssen die denn in dem Moment müssen die auch immer diese. Ja. Oh, Gnabry, wunderbar. Das gibt's doch nicht. Meine Fresse nochmal. Oh, das war aber auch hier gewagte Versuch. Ja, wunderbar, wie Meyer da das Ding nochmal rettet. Oh, sehr schön von Lahm. Dachte, Gnabry zieht da durch. Aber das war wohl eher ein Missverständnis. So. Wäre der wieder im Kommen. Ach, aber die Hamburger kommen durch die Abwehr einfach nicht durch. Entweder weil sie sich selbst zu schwer machen. Oder weil die Pässe dann einfach nicht funktionieren. Oder weil die Bälle einfach nicht gehalten werden können. Oh, meine Güte. An was fehlt es uns jetzt noch? An was fehlt es uns noch? Ja.
Mensch, Skinner, was für ein spannendes Spiel. Beide Seiten versuchen, hohen Druck zu bringen. Ah, sehr schön, wie Gnabry das Ding da noch gerettet hat. Aber es stehen auch immer wieder zwei Mann da, wo Gnabry ist. Weil die halt einfach wissen, dass er super schnell ist. Bevor den da noch einer wegrennt. Und wir werden jetzt nur mal schnell auswechseln. Ich will auswechseln. Das rechte Mittelfeld müssen wir auf jeden Fall Meister holen. Für Gnabry holen wir mal Thua. Und wir bringen mal den Raphael wieder rein. Ja, alle drei wieder. So, jetzt aber. Ja! Da hat sich Lass sogar durchgesetzt. Er hat sich durchgesetzt. Verdammt nochmal, ja. In der 80. Minute. Ja. Gegen die Nummer 15 Auswärter. Ja, der Torwart da ohne irgendeine Chance. Und gut, hätte ich jetzt vielleicht mal warten sollen. Vielleicht hätten wir dann lieber das Mittelfeld und auch mal die Abwehr ein bisschen verstärken sollen. So haben wir nun nochmal versucht. Ja, wir gehen nochmal ganz schnell dann auf Konter. Vielleicht erzielen wir da das ein oder andere. Jansen mit der wunderbaren Abwehr. Ja, der Mann ist halt einfach auch nicht ohne Grund in der deutschen Nationalmannschaft. Lass sogar da ein bisschen mit harten Einsatz. Ja. Aber alles gut, alles gut. Ikichi kommt für Fritz, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Ja, schön wie da ist Lass sogar nicht weitergegangen. Suha nochmal mit der Chance. Er denkt sich, oh, ich muss dort auch nochmal bringen. Und hier nochmal eins, Salpingidis oder so. Salpingidis. Kommt für Peters. Also wer der versucht hier auf jeden Fall nochmal auch den Sturm nochmal auszubauen. Ja, da war Suha da gewesen, mein Freund. Damit hat er nicht gerechnet. So. Jovic gerade noch so, aber alles noch im Verträglichen. Ne, komm, komm. Ach, was? Das war doch jetzt nichts gewesen. Das war ganz normales Abwehrverhalten. Also bitteschön, da war nichts gewesen. So. Ganz gefährliche. Nein! Nein! In der 90. Minute. Das gibt's doch wohl nicht. Oh, ich glaub's nicht. Wieder verschenken wir hier drei Punkte. Ein sicherer Sieg. Und wir verschenken ihn. Ja. Raphael geht ja einfach weg von Ikichi. Und lässt ihn da einfach alleine gewähren. Und der sagt sich natürlich, ja, dann werde ich das natürlich auswechseln. Werde ich das natürlich ausnutzen. Ja, und Hamburg hat natürlich jetzt keine Chance mehr. Und wieder vergeben wir hier. Es kann nicht wahr sein. Wieder vergeben wir hier eine gute Chance, drei Punkte einzuheimsen und die Tabelle weiter hochzukratzeln. Gut. Es ist ein Unentschieden. Wir haben einen Punkt mitgenommen. Das müssen wir definitiv das nächste Mal besser machen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, woran es vielleicht gelegen hat. Ein paar Kommentare dazu. Auf jeden Fall. Ich bin erstmal raus. Bis dann. Ciao, ciao.